Der Designer François Girbaud gehört zu den Avantgardisten in der Modebranche. Umweltfreundliche Produktionstechniken, soziale Verantwortung und Aufrichtigkeit sind für ihn die Zukunft der Mode in einer verrückten Welt. Ich habe in meiner Kollektion eng anliegende Jacken. Ich finde, es ist Zeit, jeden in eine Zwangsjacke zu stecken. Das wird das Beste sein. In Zukunft eine Zwangsjacke für jeden. Die Börse, die Lehman Brothers und so weiter und so weiter. Die Welt ist ja vollkommen verrückt geworden. Es ist immer die gleiche Frage, seit 40 Jahren. Denim hat keine Zukunft, Denim wird verschwinden. Aber ich sehe das nicht so. Denim wird weiterlaufen. Seltsamerweise immer mit den gleichen dummen Waschungen. Wir haben versucht, das anzuprangern, dass die Leute die Jeans mit Säure behandeln. Als wir den gleichen Fehler in den 80ern gemacht haben, wussten wir das nicht. Aber jetzt wissen wir, dass diese Behandlung verrückt ist. Heute haben wir ein Laserherstellungsverfahren, mit dem wir 97,5% Wasser sparen. Die Erfindung des Stonewash-Verfahrens war ein großer Fehler. Aber heute kennen wir das Problem, wie wir Wasser für die nächste Generation sparen können. Wir müssen den Kunden helfen. Was wir brauchen, ist Transparenz. Der Kunde muss sich mehr bewusst sein, was er kauft und woher es kommt. Das ist unsere einzige Chance für die Zukunft. Natürlich geht es um die Einstellung. Aber es genügt nicht, eine Kappe verkehrt herum auf den Kopf zu setzen oder ein paar Logos ans T-Shirt zu pinnen. Um was denn anzuprangern? Ich finde, ihr jungen Leute seid jetzt dafür verantwortlich. Ich bin schon zu alt. Für mich ist es vorbei. Aber es gibt noch viel Platz für neue Ideen. Die Leute wollen Innovationen und ich glaube immer noch an die Kreativität.